Also es gibt ja Gerüchte, das seien gar nicht deine echten Haare. Hattest du schon mal ein Messer so in der Seite stecken? Nee, aber im Rücken. Ich arbeite im Showgeschäft. Halt die Nüsse fest, jetzt wird geblasen. Das ist neu. Krause kommt und ist gleichzeitig schon da. Heute gibt es zwei Krauses in einer Folge. Beide haben was auf dem Kopf. Der einen Hut, der anderen Pfiffi. Ich besuche den Stimmungssänger Micky Krause. 1999 erlebte er den Karrieredurchbruch. Sein Hit 10 nackte Friseusen stürmte die deutschen Charts und machte Micky Krause zum Megastar im Megapark. Fotos gibt es von ihm nicht, also privat. Er heißt nicht einmal Krause. Er ist verheiratet, hat 4 Kinder und läuft gerne Marathon. Beruflich füllt die Kunstfigur Micky Krause Hallen, singt und tanzt sich durchs deutsche Unterhaltungsfernsehen. Bei einer Show, in der sich Stars für die Krebsvorsorge stark machen, bekommt er in diesem Jahr selbst die Diagnose Blasenkrebs gestellt. Micky Krause engagiert sich in Afrika. Inzwischen gibt es dort sogar schon 4 Schulen, die unseren Namen tragen. Also seinen. Gleich treffe ich also den Mann, der dem begeisterten Feuilleton musikalische Meisterwerke schenkte wie Biste Brown, Creakste Frown, Jan Pillemann Otze oder Finger im Po, Mexiko. Micky Krause lebt mit seiner Frau und 4 Kindern im Münsterland und besitzt ein Haus auf Mallorca. Da hätten wir uns auch treffen können, aber ich freue mich, dass ich ihn genau hier besuchen darf. Auf Norderney im Herbst bei 3 Grad und Regen in Aussicht. Wenn ihm also das Wetter auf Mallorca zu trocken, zu warm und zu sonnig wird, dann kann er immer auf die Nordseeinsel ausweichen. Da besitzt er nämlich ein weiteres Ferienhaus. Und das müsste dieses sein. Klingt ja wie Musik in meinen Ohren. Ja. Guten Tag, Herr Krause. Herr Krause, wie schön. Kommen Sie rein. Tatsächlich dachte ich, habe ich vielleicht gerade sogar ein Beat von einem deiner Songs getrommelt? Ist mir jetzt nicht bewusst. Aber du scheinst musikalisch veranlagt zu sein. Absolut. Komm rein. Ich ziehe die Schuhe aus, oder? Ja. Okay. Hey, er hatte nur noch Schuhe an. Das war ein Hit von mir. Aber lass die Schuhe aus, zieh sie aus. Und herzlich willkommen im Hause Krause. Vielen herzlichen Dank. Darf ich dir die Jacke... Das ist total nett. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und sehr gerne auch den Schal. Und, sehr gerne. Vielleicht den Hut. Den Hut. Ach, sehr gut, ja. So, das reicht dann aber auch. Hose lasse ich an. Okay, ja. Das ist gut. Ja, schön, Mensch. Darf ich hier? Komm rein. Ja. Fühl dich wie zu Hause. Wie zu Hause bei Krause. Das Ding ist ja, du heißt ja gar nicht Krause. Ich dachte wirklich, wer gibt sich denn den Künstlernamen Krause? Der ist so doof entstanden. Ich hatte eine Band, die hieß Erika Rehbein und das Schlagerkarussell. Wir haben Schlager gemacht, so wie Gildo Horn, Dieter Thomas Kuhn. Ich war Sänger. Und dann fragte natürlich ein Bandmitglied, wie heißt du eigentlich? Ja, ich heiße Michael, Micky, Micky Maus, Micky Kraus, Micky Krause. Da war der Nein. Name da. Innerhalb einer Micky Minute. Maus? Ja. Ich werde ja oft wegen des M's in meinem Namen Marcel. Ja, und sehr gut. Und dann bringen Leute das oft durcheinander und sagen, das ist doch der Micky Krause. Mhm. Ja, echt? Ja. Ja, Hut ab. Und ich finde, ich hatte mal ähnliche Haare wie du jetzt gerade. Aha. Wir haben auch äußerlich... Wir könnten Brüder sein. Ja. Also Vater, Sohn geht ja noch nicht. Du bist 46, ich bin 52. Du bist ja richtig gut vorbereitet. Hallo, ich habe Wikipedia komplett auswendig gelernt. Ja. Wo bin ich geboren? In Karlsruhe. Ja, sehr gut. Ja, du wohnst da auch noch. Das ist wirklich jetzt. Direkt im Schloss. Richtig, genau. Ja. Ich wohne im Schloss. Und es ist, weil oft schreiben Leute bei den Kommentaren in dieser Folge, wann kommt endlich mal Krause zu Krause? Und jetzt ist das tatsächlich. Endlich hat's geklappt. Möchtest du Platz nehmen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Du musst, glaube ich, auf die Seite. Ich gehe sehr gerne auf diese Seite. Und ich würde ja, dir direkt was zu trinken bringen. Also ich trinke das, was du trinkst? Ja, 11 Uhr ist ja eigentlich Meisterstunde, aber ein Käffchen? Käffchen ist super. Käffchen. Soll ich dir helfen? Darf ich Nein, helfen? Du kannst helfen, aber die Kaffeemaschine kriege ich auch noch selber hin. Brauchst du Zucker, Milch? Nein, schwarz bitte. Gott sei Dank, ich habe nämlich keinen Zucker. So, jetzt kriegst du eine schöne Norderney-Tasse. Schwarz, aber dafür ohne Milch. Heißt das wirklich Norderney-Tasse? Ja. Da steht Norderney drauf. Warum bist du eigentlich nach Norderney gegangen? Hast du irgendeinen Bezug zu dieser Insel? Ich bin früher mit der Grundschule, mit der Realschule immer nach Norderney gefahren. Und irgendwann bin ich mit meiner Frau hier hingefahren, einfach um ein bisschen Urlaub zu machen. Wenn ich mal 3 Tage frei hatte, dann haben wir hier Urlaub gemacht und einfach festgestellt, wie schön die Insel ist. Und irgendwann haben wir gesagt, warum kaufen wir uns nicht einfach mal eine Bude hier? Und dann haben wir einfach dieses schnuckelige kleine Häuschen gefunden. Aber das ist ein Talent von dir, ne? Du hast ja auch tatsächlich sehr früh und sehr klug erkannt, in Immobilien investieren ist nicht die schlechteste Idee. Stimmt es, dass du in deinem Heimatort hast du ja auch mehrere Häuser einfach, ne? Mhm. Du sagst zwar, man kann damit nicht reich werden. Ich würde sagen, man muss erst mal reich sein, um sich die zu leisten. So. Armut kenne ich nur aus meiner frühesten Kindheit. Ja. Aber das denke ich ganz oft, wenn ich so, der Micky Krause, wenn der dann so, es gibt ja bestimmt so ganz viele so Feuilletonisten, die so abwertend auf dein Gesamtwerk schauen, was absolut überheblich ist, weil man muss ja auch einfach anerkennen, wie wahnsinnig erfolgreich du warst und immer noch bist. Ich habe wirklich immer Musik machen wollen, natürlich nicht die Musik, die ich jetzt heute mache. Ich bin ein Kind aus den 80ern, ich bin mit Depeche Mode, mit U2, Simple Minds groß geworden und so sollte meine Musik klingen. Dann habe ich aber Anfang der 90er ein paar Kumpels kennengelernt, die Stimmungsmusik gemacht haben und auf einmal habe ich Fiesta Mexicana gesungen von Rex Gildo, ob ich wollte oder nicht. Aber ich habe festgestellt, es macht einen Riesenspaß. Und dann habe ich mich gefragt, warum sollte ich nicht die Sachen machen, die wirklich Spaß machen und wenn ich da auch noch Geld mit verdienen kann, dann habe ich doppelt so viel Spaß. Und hörst du die Musik auch? Also, nee, ne? Wenn ich 200 Mal im Jahr auf der Bühne stehe und 200 Mal im Jahr Schatzi schenkt mir ein Foto, singe, nur noch Schuhe an, geh mal Bier holen, eine Woche wach, dann muss man nicht noch privat im Auto diese Musik hören. Es ist dann irgendwie Arbeit auch, ne? Das ist Arbeit, definitiv. Obwohl es schön ist. Also es gibt ja Gerüchte, das seien gar nicht deine echten Haare. Ja, das ist aber wirklich ein Gerücht. Ja, wirklich. Also, so, als würde ich behaupten, du trägst eine Perücke. Nein, also das ist ja so. Ich trage das Resthaar von Thomas Gottschalk auf. Ja, so, ja, genau. Aber bei dir ist es natürlich ein Gerücht. Aber dann, weil ich mich jetzt frage, also ich unterhalte mich jetzt schon mit dem Michael Engels. Ja. Ja, okay. Aber Perücke aufziehen in der Öffentlichkeit wäre für dich nie, weil du nicht erkannt werden willst wahrscheinlich. Das hat sich irgendwann einfach so ergeben. Ich war diese Kunstfigur und fand die einfach super optisch und habe einfach dann nach 3 Jahren, 4 Jahren gemerkt, ey, du hast einfach wirklich noch ein Privatleben. Ich habe oft am Flughafen mit Jürgen Drews zusammengesessen. Ich saß da als Privatfigur, Privatperson. Ja. Und Jürgen wurde von allen Leuten erkannt. Und da sagte er nur zu mir, ey, du hast alles richtig gemacht. Und da habe ich für mich einfach gesagt, das wird so bleiben. Und ich möchte einfach privat Michael Engels sein. Ja. Und nicht Micky Krause. Sag mal, darf ich eigentlich ein bisschen was von diesem wunderschönen Häuschen sehen? Es ist ja ein Ferienhaus. Also das ist schon irgendwie zweite Heimat, aber ich bezeichne es einfach aufgrund der Größe als Ferienhaus. Das ist ein kleines altes Fischerhaus. Aber ich zeige dir sehr gerne das kleine Häuschen. Was du zeigen möchtest, ne? Ich muss ja auch heute, oder ich darf heute ja auch irgendwo hier schlafen. Ja, du schläfst in einem der Kinderzimmer. Ja, sehr gerne. Also hier ist schon mal die Küche. Kleine Küche, aber reicht ja. Wir essen die meiste Zeit außerhalb. Hier findet eigentlich immer nur Frühstück statt. Und hier haben wir noch, wie sagt meine Frau, die Stube. Und sind die Stöcke Deko oder ist das so ein reduziertes Spielzeug? Das ist Deko. Mein Sohn bringt jedes Mal, wenn er am Strand war, irgendwelche Stöcke mit. Vorne sind auch 3, 4, 5, 20.000 Stöcke. Hat dein Sohn Fell und 4 Beine? Den haben wir auch. Timmy, da ist er. Ah, okay. Dem geht's gerade aktuell nicht so gut. Er ist letzte Woche vom Auto angefahren worden. Wer macht denn sowas? Ja, irgendeine Nachbarin. Aber es war jetzt nicht böswillig und dem geht's gerade nicht so gut. Er sieht schon fast so aus, als wäre gestorben. Ja, das ist auch mit dem schwarzen Rahmen, das Schwarz-Weiß-Bild ist jetzt nicht ganz so geschickt gewählt. Nee. Aber wie gesagt, das ist Timmy und mein Sohn, der ist 7, er hat kein Fell. Okay. Dann hat er das wahrscheinlich von dem Timmy gelernt. Timmy, der Hund, genau. So wie bei den 5 Freunden. Ich wollte meinen Hund Bono nennen, aber dann haben die Kinder gesagt, nein, Hund muss Timmy heißen. Und jetzt heißt er Timmy. Wie sieht's mit dem Wetter aus? Sehr, sehr gar nicht gut.
Also eigentlich habe ich gedacht, wir machen entweder eine schöne Radtour, weil wenn man auf der Insel ist, sollte man sich Fahrräder leihen und einfach mal die Insel erkunden. Und wir können aber auch auf den Leuchtturm. Dann fahren wir doch mit den Fahrrädern zum Leuchtturm. So machen wir es. Gute Idee. Ja. Auf geht's. Schön ist das. Ja, schön hier auf Kreta. Ja. Ist wirklich schön. Ja, also das regnet mal kurz nicht, das muss man ausnutzen. Wärst du eigentlich selber auch so ein klassischer Ballermann-Tourist? Überhaupt nicht. Ich bin ein Party-Typ. Ja. Ich bin auch jemand, der wirklich zur guten Laune einer Party beitragen kann. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so diese Party, die ich selber feiere, da muss ich nicht dabei sein. Weil du siehst es ja, ne? Wenn du auf der Bühne bist, dann sind ja. Die ja auch alle, die sind eine Hackerotze voll. Ja, nicht unbedingt. Ja, ist es so, dass das... Also es sind nicht immer alle... Hacke rotze voll. Sondern nur rotze voll. Voll, ja. Aber trotzdem, wichtig ist einfach auch, den nötigen Respekt noch vor den Leuten zu haben, weil am nächsten Tag sind die wieder nüchtern. Ja. Und deshalb begegne ich den Leuten also auch immer mit Respekt, ganz egal, wie nüchtern oder wie betrunken sie sind. So, jetzt müssen wir links. Wir wollen ja in Richtung Leuchtturm. Sehr, sehr gerne, ja. So sehe ich uns. Ich sehe uns ja als Leuchttürme der Unterhaltung. Genau, und dann singe ich auf dem Leuchtturm für dich. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Auch bis ans Ende dieser Welt. Am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein. Hey. Siehst du, musst du auch wissen, auf Norderney sagt man nicht Moin, da sagt man Hey. Ach so, ich dachte, hier sagt man auch Hey. Nein. Hey. Hey. Siehst du? Tatsächlich, wie freundlich die Leute hier auch sind. Es hat was Dörfliches auch, ne? Dabei ist Norderney eine Stadt. Ja. Stadt Norderney. Was sagen deine Eltern oder was haben sie gesagt, wenn dann so, also eben Lieder wie Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich und ähnliche. Also lyrische Feinheiten, dann du so auf der Bühne performst? Also erstmal war es ja so, dass ich meine Eltern davon überzeugen musste, mich selbstständig zu machen. Ich habe mich am 1. Februar 1998 selbstständig gemacht. Ich war vorher Textilveredler, Filmstoffdrucker, habe eine dreijährige Ausbildung gemacht. Dann bin ich Jugend- und Heimerzieher geworden. Ich sage immer, die Zielgruppe ist geblieben. Ja. Aber mein Vater hatte immer so ein Sicherheitsempfinden und sagte, Junge, bleib doch da in deinem Job als Erzieher. Du musst auch an deine Rente denken, da weißt du, was du hast. Ja. Als ich dann Schatzi schenk mir ein Foto gesungen habe und dann auch bei Florian Silbereisen gelandet bin, da sagte Papa dann, ha, endlich können wir stolz auf dich sein. Ach, okay, die Auszeichnung war sozusagen in Florian Silbereisens Show. Ja, die kam dann wirklich erst später, weil mein Vater und meine Mutter sind Silbereisen-Fans und gucken die Sendung natürlich, haben Wer auch nicht? Dieses Alter. Wer nicht, natürlich. Ja. Und wenn, dann nehmen wir es auf und gucken es am nächsten Tag. Ja, selbstverständlich. Ja. Spitz, pass auf. Hey. Der hat jetzt nicht gegrüßt. Nee, der kommt auch nicht von hier. Ah, das war ein Tourist. Hallo, wer kommt da? Oh. Hey. Hier ist 40. Guck mal, das ist doch jetzt einfach ohne Worte so schön, oder? Ja, das ist wirklich schön. Man braucht so wenig, um glücklich zu sein. Ja, das stimmt wirklich. Man braucht einfach nur ein Ferienhaus auf Norderney. Und noch eins auf Mallorca. Ja. Und sonst braucht man eigentlich nichts, um glücklich zu sein. Sonst brauchst du nichts, nee. Scheiße ist anders. Augen auf bei der Berufswahl. Ja, das ist ja wirklich so, ne? Es ist, ach Mann. Vielleicht aber ich sag dir ehrlich gesagt, ich sag dir auch eine große Zukunft hinterher. Ja? Ne? Ja. Hinterher? Hinterher. Ja. Ja, ich hätte ein paar andere Entscheidungen treffen können und wäre jetzt wahrscheinlich auch soweit. Ja, aber du bist ja auch ein glücklicher Mensch. Ich bin auch glücklich und ich bereue auch nichts. Und ich mache tatsächlich mein Glück auch nicht von Materiellem abhängig. Ich auch nicht. Habe ich aber noch nie gemacht. Also mir war nie wichtig, irgendwie eine teure Uhr zu tragen, teure Autos zu fahren. Okay, ich trage eine teure Uhr, aber... Und du fährst ein teures Auto. Und ich habe auch teure Autos. Aber man hat ja auch sonst keine Hobbys. Ja, so. Mein Banker sagt immer, das Geld muss in die Wirtschaft. So. So.
Also das sage ich auch immer. Deswegen sage ich dann nochmal für mich nochmal einen Pilz genau. Und einen kurzen. Ich trinke mal Hochsitz-Cola. Was ist Hochsitz-Cola? Jägermeister. Ah, Hochsitz-Cola. Ich glaube, dass du richtig gut am Glas bist, ne? Schon wurden unsere Strapazen belohnt, oder? 252 Stufen. Richtig. Fühlt sich aber echt an wie also mindestens 255. Ach, stell dich nicht so an. Das war doch ganz entspanntes Hochlaufen hier. Herrlich, oder? Absolut. Das ist Norderney. Eines Tages wird das alles mir gehören. Und dir nicht. Aber ich habe eine Inselbegabung. Was willst du denn mit einer Insel? Stimmt eigentlich. Ich würde hier überall Parkplätze machen. Ja. Ah, ist ein bisschen wie ein Gefängnis in der Luft. Ja, das ist das Alcatraz von Norderney. Ja. Und ich bin Clint Eastwood. Ich finde du bist so ein Clint Eastwood-Typ. Ja, finde ich auch. Sag das mal meiner Frau. Ja. Sagt immer, du Waschlappen. Nee, das will sie gar nicht wissen, weil Clint Eastwood ist jetzt nicht der treueste Ehemann. Das stimmt. So, ne? Aber er ist trotzdem noch ein gut aussehender Mann für sein Alter. Der ist ja auch schon um die 80. Ja. Ja, locker. Ne? Ist das ein Vorbild für dich? Nee, warum? Als Schauspieler, ja. Hast du Vorbilder eigentlich? Nicht wirklich. Ich sag mal so, als Kind, als Jugendlicher wollte ich mal so sein wie Bono, weil ich ihn halt einfach sehr cool fand, charismatisch, mit einer geilen Musik. Die Brille ist ja fast Bono. Die Brille ist fast The Fly ja. aus den 90ern, aber eigentlich nicht, nee. Und aus deinem Gewerbe, gibt's da jemanden, den du selber gut findest? Ich bin also schon ein Jürgen Drews-Fan, immer ja. gewesen. Also ich habe viel gelernt von Jürgen. Jürgen war für mich wirklich Vorbild, Inspiration und auch Freund. Und ich wäre, glaube ich, heute nicht da, wo ich bin, wenn ich Jürgen Drews nicht kennengelernt hätte. Das wird ihn freuen zu hören. Auf jeden Fall. Könntest du dir eigentlich vorstellen, noch mal was Richtiges zu arbeiten? Nee, ich bin so versaut. Ich bin einfach zu lange selbstständig. Ich habe wirklich mal zwischendurch überlegt, bin ich eigentlich so als Pädagoge noch geeignet, diesen Job auszuüben. Aber ich hätte ehrlich gesagt gar nicht mehr die Ruhe dafür. Und dafür bin ich einfach auch jetzt zu lange selbstständig. Wenn du einmal selbstständig bist, bist du, glaube ich, einfach zu versaut, um wirklich dich noch auch anpassen zu müssen oder einfügen zu müssen. Das wird bei mir nicht mehr funktionieren. Das heißt, aber ich habe schon mal davon geträumt, ich wäre wieder Erzieher. Das war wirklich ein Albtraum, könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Warum bist du das eigentlich geworden? Also du warst ja Jugend- und Heimerziehung hast du gemacht, ne? Genau. Ich habe auch früher ganz viel Jugendarbeit gemacht. Ich habe im Jugendzentrum gearbeitet. Wenn Karnevalsveranstaltungen waren für Kinder und Jugendliche, habe ich die mitorganisiert. Da habe ich mich schon auf die Bühne gestellt und gesungen und war der Moderator. Ich war bei den Pfadfindern, habe Jugendarbeit gemacht. Also ich habe einfach gemerkt, dass Jugendarbeit mir gut tut. Und ich finde es einfach auch schön, einfach mal Gutes zu tun. Das tust du ja auch. Ja. Du tust ja jetzt Gutes. Das ist ja eh, darüber müssen wir uns noch, unterhalten wir uns noch, weil es ist ja eh kalt. Ich, und langsam kriege ich auch Hunger von der ganzen Fahrradfahrerei ja, ich auch. Und so. Wir gehen gleich da hinten essen. Da hinten? Ja, da ist die Weiße Düne, da gehen wir gleich zum Abendessen. Ah, das sieht lecker aus. Du hast ja Hunger. Ja, ja. Also das sieht von hier schon sehr lecker aus. Hm, ich habe auch Hunger. Okay. Also nicht, weil irgendjemand hässlich wurde, nein, sondern nein. Weil wir Durst haben. So. Zum Wohl. Zum Wohl. Es ist mir eine Freude, Miki. Nenn dich deine Privatleute eigentlich auch Miki? Hat sich das jetzt schon so? Ja, ich heiße ja Numa Michael und meine Frau sagt Miki zu mir, meine Kinder sagen Miki zu mir, zwischendurch auch mal Papa. Du hast ja irgendwann auch mal gesagt, du willst weniger Ballermann machen oder weniger, wie sagt man, weniger Megapark heißt genau. Mega Arena, ja. Ne? Also klar, natürlich auch, weil du eine Krebsdiagnose bekommen hast. Aber auch so, weil es einem ja nicht gut tut und weil man irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Freizeit und Lebensqualität hat. Genau, ich habe ja gesagt, ich möchte von 200 Jobs in Deutschland auf 150 runter. Ich möchte keinen Après-Ski mehr machen und Mallorca auch nicht mehr in der Form, wie es in diesem Jahr der Fall war. Und das haben sie falsch interpretiert und das hat den Megapark dazu veranlasst, die Zusammenarbeit mit mir zu beenden. Und dann hat die Bild-Zeitung aber das auch so ein bisschen ausgeschlachtet. Ne? Die haben da irgendwie so eine klassische Bild-Zeitung halt, überraschenderweise, vielen Dank, eine Geschichte größer gemacht, die gar nicht so groß ist. Oh, vielen genau. Dank, das sieht toll aus. Danke sehr. Oh ja. Guten Appetit. Vielen Dank. Danke. Ja, da hat natürlich die Bild-Zeitung dann wieder Gas gegeben und andere Medien sind drauf angesprungen. Ich habe mich da überhaupt nicht zu geäußert zu diesem Thema.
Und ich fahre da momentan eigentlich auch ganz gut mit. Also willst du von deiner Suppe essen erstmal, nicht, dass es kalt wird? Ich möchte dich ja nicht davon abhalten. Ja, hast du einen Löffel? Den habe ich, aber den brauche ich ja selber. Ja. Nee, kriegst meinen. Nein, wir können noch einen bestellen. Dann wir teilen uns den einfach. Wir haben doch beide Corona schon hinter uns. Achtung, Achtung. Oder weißt du was, du achtest doch so auf deine Linie. Isst die Suppe doch mit der Gabel. Hattest du schon mal ein Messer so in der Seite stecken? Nee, aber im Rücken nicht, aber dem Schurkschiff. Fang ruhig an. Nee, auf gar keinen Fall. Fang du an. Ich bestehe darauf. nein, ich warte. Ja, komm. Na komm, bitte. Fang an. Ich knabber an diesem Fisch und du kannst ja Suppe. Echt? Ja, weil den Fisch, den kann man auch ohne Löffel. Das stimmt. Und wie ist es denn da? Also, nimm mich doch mal mit auf diese Reise am Ballermann. Da gibt's doch bestimmt auch die lustigsten Backstage-Geschichten. Weil ihr wartet da ja so lange auch. Du hast ja oft einen Auftritt, bis irgendwie... Vielen Dank. Danke sehr. Er hat mir jetzt den Löffel gegeben. Vielen Dank. Ehrlich gesagt gibt es keine großartigen Backstage-Geschichten. Wenn mein Auftritt um 23.30 Uhr ist, dann bin ich meistens 23.20 Uhr Backstage. Hau mir meine In-Ears in die Ohren und gehe dann 10 Minuten später auf die Bühne. Aber du würdest selber als Michael Engels würdest du nicht auf ein Mickey Krause Konzert gehen? Doch, ich würde auf ein Mickey Krause Konzert gehen, weil ich natürlich meine eigenen Songs so geil finde und mich natürlich auch. Aber du findest mich ja auch total geil. Absolut, ne? Sonst wäre ich gar nicht hier. Hast ja abseits der Kameras mehrmals schon gesagt. es ist ja immer so, dass so eine Malle-Karriere ist ja inzwischen auch sowas. Was automatisch folgt, wenn jemand zum Beispiel im Dschungelcamp oder so. Genau. Ne, dann kommen die da, weil die natürlich auch eine kurze Halbwertszeit haben. Das sind ja auch nie MusikerInnen, sondern das sind halt Leute, die waren in irgendeinem Trash-Format, stehen dann auf einer Bühne und sind dann DJs oder DJen oder singen halt da was. Was ist von denen zu halten? Weil du hörst die ja auch, die treten ja auch mal vor dir auf oder nach dir. Genau, also die sehe ich schon mal nicht als Musiker, die sehe ich dann bestenfalls als Performer. Mhm. Und das ärgert mich natürlich schon, weil ich werde immer mit diesen Leuten gemessen und mit einer Michaela Schäfer, einem Schäfer Heinrich, ja, wer auch immer, mit denen möchte ich mich also nicht messen, zumindest nicht als Musiker. Wie Melanie Müller auch jüngst, ne? Die ja auch irgendwie, keine Ahnung, was soll ich sagen, politisch zweifelhafte Gesten auch schon auf der Bühne gemacht hat. Sie ist etwas entgleist. Mhm. Oder heißt es entglitten? Ja. Beides sicherlich in ihrem Fall. So. Ich kenne auch ein paar mehr. Also müssten wir nach Amerika gehen, aber. Nach Amerika? Da gehen wir auch nicht hin. Wer ist denn die Melanie Müller von Amerika? Also, es gibt einen Musiker, der war mal in Deutschland erfolgreich, ist aber jetzt mit seiner 22-jährigen Ehefrau glücklich in Amerika. Komisch, irgendwie kommt mir der total bekannt vor. Ja, aber den Namen, das ist der, dessen Namen wir nicht erwähnen wollen. Ja, ich würde mal sagen, egal. Lord Voldemort. So. Und verdienen die dann auch gut? Oder bist du der Bestverdiener da? Auf Mallorca? Ja. Nicht unbedingt. Da gibt es noch einige Künstler, die bekommen mehr Geld. Aber was Deutschland angeht, bin ich definitiv mit der Bestbezahlte. Was heißt, das kannst du wahrscheinlich nicht sagen, aber was heißt Bestbezahlt? Ist das eine fünfstellige Summe, die man da bekommt? Gut. Für einen Abend? Für einen Auftritt. Kann man machen. Ja. Hat es Ihnen geschmeckt? Sehr lecker. Vielen herzlichen Dank. Lass dann weitergehen mit dem Hauptsache. Total gerne. Ja. Ja. Vielen Dank. Gerne. Guten Abend. Hallo. Bitteschön. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Das ist aber sehr nett. Aus Spanien habe ich was ausgesucht. Aus Mallorca. So, gut. Ein schöner Cuvée. Das passt sehr gut. Bitte holen Sie uns 7 Strohhalme und einen Eimer Eiswürfel. Ja, gerne. Ich wollte Cola aufkalt. Ja, sehr gerne. Ja. Sehr schön. Geht's Ihnen? Alles in Ordnung? Dankeschön. Geht's Ihnen auch gut? Ja. Wollen Sie auch ein Glas? Bitte? Wollen Sie auch ein Glas? Später, aber gerne. Ja, da laden wir Sie ein, oder? Sehr schön. Selbstverständlich. Sie nehmen sich ein Glas, ich komme gerne. Sehr schön, sehr schön. Er darf den Tester machen. Ah, ich finde, der das Finanzminister? Ist, er ist der Finanzminister. Ich bin der Finanzminister, aber... Das ist, ich bin auch gerade ein bisschen durcheinander gekommen, weil Coldplay hat... Das ist wirklich ein sehr langer Tisch. Jetzt haben wir nicht, um Sie zu schikanieren, gemacht. Sehr gerne. Das ist wirklich, das ist der Putin-Tisch. Argentinier, hier, der ganz junge Diego Armando Maradona. Bitte schön. Muchas gracias. Der ist sehr gut. A votre sanitaire. Wein auf Bier, das rate ich dir. Empfehle ich dir. So. A votre sanitaire, da hat es kurz gedauert. Oh. Das ist ein sehr leckerer Wein. Der ist wirklich gut. Also wirklich lecker. Weil da die Sonne scheint. Ja. Auf Mallorca. Und die Sonne scheint den ganzen Tag schön warm.
Der Grund, weil wir noch nie, nie woanders waren. Und die Sonne scheint den ganzen Tag wie Sau. Wir werden nicht braun, denn wir sind schon blau. Schönes Lied, ne? Was war das? Der Song heißt Die Sonne scheint den ganzen Tag. Ah ja. Aus einem Album 2014 veröffentlicht. Das ist ja eh, auf den Alben sind ja nur so ganz viele Songs. Und nur wenige schaffen es sozusagen ins Bühnenprogramm oder auch ins Gehör des Rezipienten und der Rezipientin. Ja. So. Bist du braun, kriegst du Frauen, das beste Beispiel. Der Song ist mir von der Plattenfirma angeboten worden. Den wollte ich aber gar nicht singen. Dann habe ich gesagt, ja komm, dann singe ich den, um euch gerecht zu werden. Wir packen ihn als Titel 18 aufs Album. Und dieser Song hat Gold geholt, weil die jungen Leute total auf diesen Song abgefahren sind. Ich habe das gar nicht geglaubt, aber ich habe das Album irgendwie Ende Mai 2014 veröffentlicht und im Juli 2014 alle Gärten, wo gegrillt wurde, spielten diesen Song. Und da wusste ich, das scheint ein Hit zu sein. Dass er so dämlich ist, macht ihn so gut. Ja, absolut. Und ist gar nicht so schwer. Nee. Ich muss mich nicht mal anstrengen. Ja. Auch wenn es manchmal so aussieht. Du hast es echt gut. Wir haben es vorhin noch mal kurz angesprochen. Du warst in einer Fernsehsendung. In dieser Sendung ging es um die Krebsvorsorge, also um Prävention. Und dafür hat man dir angeboten, wir machen jetzt mal so einen Check ab. Dann hast du gesagt, ja klar, mache ich mit. Klar, es geht ja auch darum, Vorbild zu sein und zu sagen, Leute, geht zur Krebsvorsorge. Und dann hat man bei dir Krebs festgestellt. Das ist eine Zäsur. Das war einfach so unreal und war einer der schwersten Momente in meinem Leben. Dass diese noch filmisch begleitet wurden, hat es nicht besser gemacht. Aber ich glaube, ich bin letzten Endes der beste Protagonist, den man für dieses Format jetzt bekommen konnte. Und ich weiß, dass ich durch meine Teilnahme bei Showtime of My Life, Stars gegen Krebs, auch das Leben anderer Männer retten konnte, weil sie sich motiviert wird und animiert fühlten, zur Krebsvorsorge zu gehen. Wie, also du hast ja nichts, das war Blasenkrebs, ne? Blasenkrebs. Du hast ja nichts gespürt, also das war ja wirklich, du bist aus allen Wolken gefallen. Was war das Erste, was du gemacht hast nach der Diagnose? Ich habe erstmal nicht mit meiner Frau telefoniert, weil ich überhaupt nicht wusste, rufe ich sie an am Telefon oder warte ich darauf, dass sie nach Berlin kommt, weil meine ganze Familie war eingeladen nach Berlin. Und wollte sich diese Show ansehen. Da dachte ich, vielleicht ist es doch besser, wenn ich denen das vor Ort sage. Und dann bin ich wieder in die Produktion reingegangen. Und da saßen dann halt eben die ganzen anderen Teilnehmer. Einmal die geschmorten Kalbsbäckchen. Vielen Dank. Sehr gerne. Und einmal der Kabel. Weich schmeckt Ihnen, ist alles gut? Das ist sehr lecker, ja. Sehr gut. Dankeschön. Ja, und dann kam ich zurück zur Produktion, wo die anderen Mitstreiter, die anderen Tänzer und Tänzerinnen dann waren. Und ja, dann bin ich natürlich emotional schon so ein bisschen eingebrochen und habe dann auch erstmal losgeweint. Und das Schöne war, dass ich sofort von allen im Grunde aufgefangen wurde. Dann wurde mir gesagt, du musst jetzt auf jeden Fall erstmal mit deiner Frau telefonieren, weil du kannst nicht bis morgen warten. Das frisst dich auf und das wäre, glaube ich, nicht so schön. Wir wissen nicht, wie deine Frau darauf reagiert. Und dann habe ich natürlich sofort mit meiner Frau telefoniert. Und sage ich, needless zu fragen, aber wie hat sie reagiert? Also war geschockt? Sie war total geschockt, ja, ja. Sie ist ins Schlafzimmer dann gegangen. Ich habe gesagt, geh mal bitte vom Esszimmertisch weg. Da waren die ganzen Mädels. Aber die wussten schon, wenn Mama zum Telefonieren irgendwo anders hingeht, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann hat sie natürlich auch losgeweint und hat es dann nach dem Telefonat dann auch meinen Kindern dann gesagt. Bist du jetzt krebsfrei? Ich bin tumorfrei. Du bist tumorfrei, ja. Aber du gehst jetzt regelmäßig, so wie sozusagen, wie du es empfohlen hast. Genau, ich bin alle 3 Monate zur Kontrolle in der Charité. Da wird endoskopisch geschaut, wie meine Blase aussieht. Das ist nicht angenehm, aber ja. Guten Appetit. Wir essen erstmal. Irgendeinen Absacker würden wir noch trinken, ja, oder? Ja, Absacker haben wir ganz viele. Wir haben einen Hausabsacker, der heißt die Nuss. Die Nuss? Ja, ist so ein Walnuss, kurzer. Also, ist doch gar nicht schlecht. Wir fangen mal damit an. Dann trinken wir noch so eine Nuss.
dann, komm, Kamin in Find Out. Hier, Kamin, oh. Ne? Ah, heiß. Nicht, ja. Wir haben schon ein bisschen Wein getrunken. So, wir sind beim also, ich hab's schon wieder angefasst, kurzen jetzt. Idiot. Nee, das lassen wir jetzt. So, ja. Heißes Wasser kommt hier rein. Ja. In die beiden äußeren, die Herren. Mhm. So. Das sind aber jetzt Weinbrandgläser, oder? Das ist korrekt, aber dann entfaltet sich der Geschmack besser, wurde mir gesagt. So, dann haben wir hier. Hier kommt gleich der kurze rein. Hauseigener Dinus-Schnaps. Dinus-Schnaps. Genau, das ist ein Walnusslikör. Und das hier drin ist eine Nuss eingelegt in Kandiszucker. Kann das denn wahr sein? So. Guck mal, was ist hier für ein tolles, das habe ich noch nie gesehen. Haben Sie noch nie gesehen? Nee, nee. Nie gesehen. Das ist ein Mini-Dekantierer. Das ist für 2 Cl. Ja, sonst will ich das. Das ist völlig umständlich. Man könnte es auch einfach in ein Glas reinschütten aus einer normalen Flasche. Aber so ist es mehr zeremoniell. Das sieht auch tatsächlich cooler aus, oder? Absolut. Ja, total cool aus. Und oft trinkt man das auf Ex oder muss man das genießen? Nee, man trinkt es in einem weg mit der Nuss. Und die Nuss kaut man? Oder? Die Nuss kaut man. Also nicht so runterschlucken, bitte. Okay, das ist ja ein Nuss, ich hatte noch mal einen Hit, der hieß Halt die Nüsse fest, jetzt wird geblasen. Bleib mal so stehen. Ich glaube, wir haben einen so schönen Tag gehabt. Und jetzt, ist sehr unangenehm. Red und singe ich mich hier um Kopf und Kragen, oder? Ich habe bis vor wenigen Sekunden guten Eindruck gemacht. Der Rotwein war es. Das stimmt, ja. Ja. Vielen, vielen herzlichen sehr, Dank, sehr gerne. Dass wir hier sein dürfen. Grüß euch. Sehr gerne. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Muss ich jetzt das untere Glas, oder ich nehme das obere Glas? Nee, das obere bitte, sonst verbrennen Sie es. Du trinkst, legst das weg und trinkst das untere Glas. Ja, ich. Und ich trinke beide oberen Gläser. Das Schöne, kann man auch die Kinder mitnehmen, die können das warme Wasser trinken. Eieiei, der riecht aber schon. Mmh. Ui. Oh, lecker. Ach Mensch, Miki, das war ein schöner Tag. Und ich muss zugeben, je mehr Alkohol floss, desto schöner wurde es mit dir. Desto sympathischer wurde ich dir. Ja, das ist wirklich. Aber mir geht's genauso. Ja, das ist so ein bisschen das Konzept, das dein Geheimnis sozusagen. Oh Gott, ich bin gleich betrunken. Ich gehe jetzt schlafen, glaube ich. Ich muss ins Bett. Ja. Es duftet nach Ei. Guten Morgen, der Herr. Hast du gut geschlafen? Oh, das steht dir gut. Ja. Die Brille, das gibt dir. So kriegen wir das mit Arte hin. Ab 50 brauchst du halt eine Lesebrille. Ja. So sieht's aus. Das ist ja, du hast ja schon voll viel vorbereitet. Das ist verständlich. Vielen Dank. Ich möchte ein guter Gastgeber sein. Das bist du. Dankeschön. Du bist ein sensationell guter Gastgeber. Freut mich. Und ich möchte ein guter Gast sein. Und deswegen habe ich gestern das Geschenk vergessen. Ich habe es heute. Ich dachte, Frühstück ist ein guter Zeitpunkt, um Alkohol zu kredenzen. Auf jeden Fall. Ich finde, man kann da gar nicht früh genug mit anfangen. So. So was Weißes. Mayonnaise. Schöne aus dem Sendegebiet. Ja, kenne ich. Rheinland-Pfalz. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gerne. Den trinke ich nach dem Frühstück. Ja. Der muss noch kaltgestellt werden. Ja. Also einfach 5 Minuten auf die Terrasse. Möchtest du einen Kaffee? Super gerne, ja. Sehr gerne. Wie immer schwarz, aber dafür ohne Milch, ne? Richtig, genau. Soll ich was helfen? Kann ich was tun? Nee, ist alles fertig. Du kannst dir das Frühstück nochmal angucken, überlegen, was du essen möchtest. Mhm. Guck ich mir das Und dann an. Bekommst du auch deine Norderney-Tasse wieder. Ach, das ist aber nett. Ich habe extra gespült. Keine Veränderung. Ist das berühmte Rührei? Ja, das ist mein berühmtes Rührei. Ach so, ich dachte, ich kriege auch was davon ab.
Ja, das ist mein berühmtes Rührei nur für dich. Und du isst keins? Doch, wir teilen uns das. Das ist mit drei Eiern. Hallo, du willst doch nicht morgens drei Eier essen. Hm? Denk mal an deinen Cholesterinspiegel. Ja, aber es ist gesund. Das ist gut für die Haut und ich bin auch ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Echt? Ja. Hier, bitteschön. Oh, danke sehr. Ich hab dir auch eine Deko. Das ist aber sehr schön. Da müsste ich eigentlich ein Foto für die neuen Medien machen. So, Säckchen. Sehr gerne, ja. Ich hab noch ein Croissant mitgebracht, die hatten aber nur noch ein Croissant. Willst du das Croissant? Nee. Dann nehme ich das Croissant. Ja. Ernsthaft? Ja. Ich will es nur, weil es Mangelware ist. Mhm, genau. Die... Und wenn ich dir sage, was so ein Croissant hier auf der Insel kostet, dann wirst du es noch mehr genießen. Was kostet so eine Insel Croissant? 2,40 Euro. Aber weil das aus Paris importiert wird. Paris bei Frankreich. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Brötchen sind hier sauteuer auf der Insel. Guten Appetit jetzt erstmal. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf das. Ich würde das Croissant mit dir einfach teilen, ist mir gerade eingefallen, weil das geht ja auch teilen. Das geht auch, aber du darfst es gerne essen. Nee, aber jetzt, wo ich weiß, was es kostet, lege ich mal 1,20 wieder zurück in die Schüssel. Ja, danke schön. Ja. So, vielen Dank. Bist du denn mit meinem Rührei zufrieden? Es ist ein wirklich sehr, sehr leckeres Rührei. Was ist dein Geheimnis? Also, was das Rührei angeht, ich möchte nicht wissen, ob du. Fondor. Nein! Ja. Du machst da nicht Fondor rein. Ja. Das ist auf Frevel. Mhm. Machst du bist du Maggi-Benutzer auch? Maggi nicht, aber Fondor ja. Fondor, ich weiß gar nicht, wer mir damals diesen Tipp gegeben hat. Ein Rührei schmeckt nur gut, wenn du Fondor dran packst. Ja, und ja klar, alles schmeckt gut, wenn du Fondor dran packst. Alles mit gut. Das will ich, glaube, du kannst. Außer Marmelade. Ach, hätte ich doch bloß nicht gefragt. Mir wäre es jetzt viel lieber, so eine Illusion zu haben, dass du da so Kräuter sammelst in deinem Garten draußen morgens nach dem Joggen. Mhm. Und dass das das Geheimnis ist. Seetang. Wir haben jetzt Hühner. Meine Frau hat Hühner zum Geburtstag bekommen. Das ist aber auch ein tolles Geschenk. Das ist wirklich ein tolles Geschenk. Und weißt du was? Ich habe geheult. Vor Freude. Vor Freude? Achso, ich dachte, welche schenkt mir Hühner? Die und wollte, hier noch eine Ziege. Die wollte immer Hühner haben. Ich dachte, was willst du denn mit Hühnern? Aber das ist gut. Da hast du frische Eier. Noch nicht. Die sind noch nicht so weit. Wie, die sind noch nicht so weit? Ist da noch ein Hahn mit drin? Die sind noch dann zu jung. So richtig kleine, süße, ja. Putzige. Ach, das ist aber toll. Dann baut man auch eine Beziehung auf. Ich nicht, meine Frau ja. Ja. Ich finde das total gut. Und mein Vater ist jeden Tag da. Mein Vater ist 87. Und der geht jeden Tag als erstes zu den Hühnern. Und ich habe den Eindruck, das ist für ihn so wie Meditation, so wie Yoga. Dann steht er vor diesem Hühnerstall, hat sich mittlerweile eine Bank dahin gebaut und guckt eine halbe Stunde in diesen Hühnerstall. Ne? Es gibt für ihn nichts Schöneres. Ich verstehe deinen Vater total. Das ist dein Tier, das hast du gut behandelt und dann legt es dir zur Dankbarkeit ein Ei. Okay, in Wirklichkeit wollte es ein Kind zeugen und du nimmst es ihr weg. Diesen Part lassen wir weg. Und von diesem Ei machst du dann so ein schönes Rührei und der Tag beginnt hervorragend. Was machen wir denn jetzt, wenn wir dann gleich im Rührei gestärkt sind? Gehen wir noch mal raus, das Wetter ist entsprechend. Also, geplant war eigentlich, dass wir eine Kutschfahrt machen über die Insel am Strand entlang. Das ist so schön hier, aber das Wetter lässt es leider nicht zu. Ich schlage vor, dass wir trotzdem einen kleinen Spaziergang machen. Und wenn uns kalt ist, dann trinken wir einen Glühwein. Mir ist kalt. Und das sind erstmal so die Pläne, die ich habe. Der sich wollte nicht auf Mallorca drehen. Wo es jetzt 25 Grad hat. Wer hat sich das hier eigentlich mit Norderney einfallen lassen? Keine Ahnung. Aber ich find's großartig. Auch das Wetter hier spricht für sich, spricht für die Insel. Ich wollte dir nur einmal kurz auch mal die Nordsee gezeigt haben. Das nicht, dass du sagst, ich war auf Norderney, hab kein Wasser gesehen. Ja, nee, das ist wirklich schön. Ich habe auch jetzt viel Wasser auch abbekommen, weil es kommt ja auch was rüber vom Wind. So, ja, komm, ne? Dann gehen wir jetzt einen trinken. Das, irgendwas Warmes. Musst du mir nicht zweimal sagen. Gut, ja. Auf geht's. Junge. Oh, die Haare sitzen, echt? Respekt. Ja, perfekter Halt. Ah, gemütlich. Aber es ist schön. Schön mit dir. Ja, großartig. Wirklich? Das ist einer der schönsten Tage in meinem Leben. Ja, ich glaube dir das nicht, aber ich nehme es trotzdem. Möchtest du noch Keks? Nein, vielen Dank, ich habe noch Keks. Wir sind wie Brüder. Ja. Im Geiste. Vielleicht sind wir ja auch Brüder. Da sind wir Brüder, ja. Wer weiß es ja nicht. Genau. Meine Eltern und deine Eltern waren vielleicht Geschwister. Ja. Die haben sich so gut verstanden und haben uns gezeugt. Das ist geil. Und du bist in Karlsruhe geboren und ich im Münsterland. Das stimmt. Ich bin übrigens zu Hause geboren. Ich auch? Bei einer Hausgeburt. Und meine Mutter ist erst ins Krankenhaus gekommen, als sie mich gesehen hat.
Dann wäre ich auch noch fast vertauscht worden. Aber die Hebamme hat meinen Vater erwischt. Also nächstes Jahr machen wir wirklich Mallorca. Ja, warum haben wir das nicht dieses Jahr gemacht? Das ist alles nur wegen, warum? Ich hatte keinen Bock mehr auf Mallorca. Warum? Ich war 48 Mal da, bin 48 Mal da aufgetreten, war natürlich permanent auch am Haus. Und ich konnte die Insel einfach nicht mehr sehen, weil ich einfach 40 Mal hingeflogen bin, 40 Mal zurückgeflogen bin. Ich habe so einen Inselkoller bekommen. Und das ist hier nicht der Fall. Ich finde, diese Insel hat einfach noch mehr zu bieten als Mallorca, auch wenn Mallorca größer ist, vom Wetter schöner. Ist aber... Diese Insel hat mehr zu bieten. Diese Insel hat zumindest für mich mehr zu bieten. Was meinst hier fühle ich mich heimisch, hier fühle ich mich zu Hause. Und auf Mallorca habe ich immer das Gefühl, das ist so ein Zwischending aus, ja, sich wohlfühlen, aber auch arbeiten gehen. Weil es natürlich dein Hauptarbeitsort ist, ist es wahrscheinlich tatsächlich so, ne? Das ist eine Wohnsitzverlagerung. Ja, ja. Du bist auf Montage sozusagen, richtig, wenn du auf Malle bist. Ich würde fast gerne noch irgendwo hinlaufen. Gesetzt den Fall, meine Beine sind nicht eingefroren. Du möchtest ins Warme. Ich hätte jetzt nichts dagegen, ins Warme zu kommen. Ja. Wir könnten in die Ludgeruskirche gehen. In die Kirche? Ja. Bist du gläubig? Ich bin gläubig, ja, aber die Medien machen mich gläubiger, als ich bin. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe am Ende aus dem Kanon dann doch wieder ein Duett gemacht, sorry. Das ist einfach nicht meine Kernkompetenz. Du bist einfach zu sehr Klaus und Klaus. Ja, so. Nordseeküste. Krause und Krause. Krause und Krause. Ist das ein Ort, den du besuchst, ob der Ruhe dir ausstrahlt? Kirche ist immer ein Ort der Ruhe. Der Ruhe, der Unruhe, der Gelassenheit und der Stille. Und bist du, also du hast gesagt, die Medien machen dich gläubiger, als du bist. Das heißt, du glaubst an einen Gott? Ja, ich glaube an einen Gott. Ich weiß, es ist immer schwer, an etwas zu glauben, was man nicht sieht. Aber wenn du hier in der Kirche bist, fühlst du dich, also ich fühle mich Gott ein wenig näher. Obwohl ich sagen muss, in der Zeit, in der es mir gesundheitlich nicht so gut ging, habe ich den Weg zu Gott nicht gefunden. Aber ich habe ihn da auch nicht für verantwortlich gemacht. Und wie hast du diesen Weg gesucht? Warst du denn überhaupt aktiv? Hast gedacht, jetzt bete ich zum Beispiel? Ich habe gebetet. Ja. Ich habe gebetet, weil es mir in den Tagen nach der Operation nicht gut ging. Und da habe ich einfach den Weg zu Gott gesucht, indem ich gebetet habe. Aber meine Gebete wurden nicht erhört. Du tust Gutes. Du baust Schulen, beispielsweise in Ruanda, in Afrika. Genau, ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass es einfach ein schönes Gefühl ist, auch Gutes zu tun, wenn man finanziell die Möglichkeit hat, zum Beispiel Schulen zu bauen, was ich gemacht habe. Das ist einfach ein tolles Gefühl, einfach zu wissen, dass ich Kindern eine Möglichkeit gebe, lesen zu lernen, schreiben zu lernen, rechnen zu lernen. Kinder haben die Möglichkeit, in Entwicklungsländern im Grunde ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Und dazu trage ich bei, indem ich Schulen baue. Und das ist echt eine tolle Sache. Ich habe mittlerweile schon 4 Schulen gebaut. Die nächste Schule werden wir uns jetzt demnächst ansehen. Die Eröffnung und die Schuleröffnung in Ruanda, das war sowas Schönes, du warst da, Emotionales. Das war wirklich ein Highlight meines Lebens. Einfach so viele dankbare Kinder und Jugendliche zu sehen, die sagen, danke dafür, dass du uns Bildung ermöglichst. Es gibt nichts Schöneres. Und du hast dann tatsächlich dann mit den Kids da, Schatzi, schick mir ein Foto geschickt, was völlig absurd eigentlich ist. Aber die, obwohl sie den Text nicht kannten, waren irgendwie mit voller Inbrunst dabei. So. Die Kids waren total begeistert. Die haben zum ersten Mal in ihrem Leben auch ein Mikrofon und Lautsprecherboxen gesehen. Ja. Das kannten die gar nicht. Und das war für die wirklich ein richtiges Highlight. Und ich war für die wirklich ein riesen Rockstar, der halt eben mit denen noch dann ordentlich abgefeiert hat. Das war wirklich richtig schön. Und heißt es dann eigentlich wirklich die Mickey-Krause-Schule? Ja, das ist die Mickey-Krause-Schule in Bevica in Ruanda.
Es hat mir da so gut gefallen und ich habe gesagt, ich komme irgendwann wieder und vielleicht können wir noch mal eine weitere Schule dort bauen. Lass mich dir das hier noch geben, mach's zu Hause auf. Mhm. Das ist eine kleine, ja, eine Spende. Komm, ja. Dafür gibt's eine Umarmung. Vielen Dank. Es war sehr schön. Es war wirklich toll, dich kennenzulernen. Hat mir auch echt gefallen. Ich muss jetzt leider gehen. Ja, ich nicht. Ich bleib noch hier. Ja, ich beneide dich ein bisschen. Ich werde noch einen schönen Regenspaziergang machen. Begleitest du mich noch raus? Ich bring dich noch raus, ja. Ah. Eine große Freude war das. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, mein Lieber. Ich schlage vor, wir sehen uns wieder bei besserem Wetter auf Mallorca. Deal. Sehr gerne. Ja, ich komme darauf zurück. Ja. Danke dir. Dann frohes Schaffen, komm gut nach Hause, versuch mich zu vergessen. Ich kann's nicht. Es wird mir sehr schwer fallen. Tschüss. Auf gar keinen Fall. Tschüss, mein Lieber. Ciao. Ach, übrigens, Moment, noch nicht ausmachen. Es gibt noch eine wichtige Information. Brrr, ist das kalt. Aber wo es richtig schön warm ist, das ist bei unserem YouTube-Kanal. Den YouTube-Kanal von dem einen Krause, der hier steht und einen Hut auf hat. Da gibt es alle Folgen Krause kommt, diese hier zum Beispiel, aber auch viele andere. Und noch viel mehr Inhalte, die euch gefallen könnten. Und außerdem gibt es die ARD-Mediathek. Das ist die beste Mediathek der ganzen Welt. Wirklich. Und da ist es warm und windstill. Wir sehen uns. Tschüss.